So, hallo Freunde, ich wollte mich bedanken für eure zahlreichen Vorschläge, was ihr mir hier geschickt habt. Und ich sage gleich mal von vorneweg Entschuldigung, dass ich euch nicht geantwortet habe unter eure Kommentare. Das war aber Absicht, weil ich mir gedacht habe, dass es mehrere Antworten jetzt dazu geben wird, weil es ja einfacher ist, was zu schreiben als eine Videoantwort. Und es waren jetzt auch über 58 Kommentare, aber es sind jetzt nur 83, wo gewertet werden. Das hat einfach den Grund, einmal der blinde Mann, der Kanal scheint nicht mehr vorhanden zu sein. Also ich habe jetzt gerade eben nochmal geschaut, der ist nicht mehr da. Und der Lepus, das heißt schon der Lepus, der Luftikus, der Klaus, der hat es nicht so mit dem Gatten. Und der Toro 1969, der Patrick, der hat auch keinen grünen Daumen. Aber für alle anderen, die jetzt hier einen grünen Daumen mal bekommen wollen, das sind wie gesagt 58, denke ich mal, sind diese beiden Bücher schon mal sehr hilfreich und erklärt jedem, ob Anfänger oder fortgeschrittener Gärtner, ich bin ja auch nur in dem Sinne Hobbygärtner, ja, bringt es ziemlich viel weiter. Ja, ich habe mir gedacht, es sind zwei Bücher, weil es jetzt doch, das ist übrigens auch neu, weil es jetzt doch so viele waren. Und dann habe ich hier noch ein ganz tolles. Und das sind sogar ein paar, ich sage jetzt mal, exotische Sachen drin, wie zum Beispiel Zitronengras, Zitronenverbene. Also jetzt nicht das Standard, was in den meisten Kräuterbüchern drin ist, wie Kresse, Schnittlauch, ja, Petersilie und so. Also auch sehr interessant. Ich würde jetzt mal sagen, weil es das ist jetzt ja, so klein und handlich, das kann man eigentlich auch theoretisch so in einem Rucksack machen, aber theoretisch, dass ihr jetzt irgendwo draußen Petersilie in der Wildnis findet, das ist weniger der Fall. Hier ist eher dann noch drin, ja, wie man halt Kräuter für Garten und Balkon züchtet und wie man das Ganze ja, ordentlich macht, Pflege und so weiter. Ja, das sind beides, wie gesagt, für Garten, Balkon und Terrasse. Das ist noch ein bisschen natürlich umfangreicher, ist natürlich auch dicker, das Buch. Mir soll einfach der erste Gewinner sagen, welches er gerne hätte. Entweder dieses hier von der Marie-Louise Kräuter oder hier dieses Kräuter für Garten und Balkon. Ja, und allen anderen jetzt werde ich jetzt hier nach und nach eine persönliche Nachricht schreiben. Und also gerade die Sachen, wo einfach zu erklären sind, die schreibe ich schon mal persönlich an und kann denen dann schon mal sagen, was sie machen können, wenn sie jetzt irgendwas Bestimmtes anpflanzen oder vermehren wollen. Und dann die Tage werde ich mich mal nochmal hinsetzen und von den ganzen Kommentaren mir immer so stichwortartig was rausschreiben. Und dann sehe ich ja, wo das Hauptmerkmal liegt. Und ich werde das Ganze dann so vielleicht machen, dass ich das in so eine Art drei Videos verpacke. Das erste wird sich dann so mit Anzucht und Pflege ja, beschäftigen. Das zweite wird dann vielleicht so sein, dann auch mit Vermehrung und so weiter. Und das dritte dann vielleicht Herstellung von verschiedenen Ölen, Essigen, ja, vielleicht sogar medizinisch irgendwas, Kräuteröle für Heilzwecke oder Salben etc., was man vielleicht auch so dann herstellen könnte, wenn man draußen unterwegs ist. Aber da werde ich mir noch was überlegen. So, ich werde es natürlich jetzt nicht so machen, dass ich hier die 58 Teilnehmer rausschneide und dann irgendwie einen Lostopf mache. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal mit diesem Programm dann, mit dem Random, glaube ich, heißt es. Und ja, ich nehme mal den Zettel mit rüber, die Kamera auch und dann geht's los. So, da wären wir. Und dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mal. Also hier ist nochmal der Zettel mit den Nummern. Und das könnt ihr theoretisch, könnt ihr das dann auch, dass ihr seht, dass ich da jetzt keinen bevorzuge oder so, könnt ihr das dann auch alles ja, auf meinem Video dann unten drunter sehen. Dann könnt ihr selber abzählen, auf welcher Position die Leute sind. Und dann seht ihr halt auch, dass ich da an den Nummern nichts rumgetürkt habe. So, 58 waren es, das kommt dann hier unten rein, 58. Und ich würde sagen, beginnen wir mit dem Platz Nummer 1.
So, Platz Nummer 1 ist der Benjamin. Ja, Benjamin von Amtuat. Gut, du bist der Erste. Dann schauen wir doch mal, mein Freund, wer der Zweite ist. Zweiter ist Numero. Ja, da wird es ja, wie es aussieht, auch den richtigen treffen. Die Nummer 19 ist der Nachtwolf. So, herzlichen Glückwunsch. Also hier oben ist der Benjamin. Und wo habe ich ihn jetzt nochmal hier? Nummer 19, Nachtwolf. Bitte mal die Adressen von euch in der PN an mich. Und dann schicke ich die Bücher so schnell wie möglich an euch raus. Ja, Benjamin, sag mal halt gerade, welches du willst. Entweder das große oder das kleine Buch. Und ja, das war's von mir und hat mich gefreut. Und ich würde sagen, bis denne dann. Ciao, ciao.